Ja, hallo und willkommen zurück zu diesem hübschen Jagdspiel. Ja, lange nicht mehr gespielt. Wird jetzt mal wieder in Angriff genommen. Und ja, wo bin ich hier eigentlich? Ach, ich bin hier oben. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, wie mache ich das denn mal? Keine Ahnung. Ich spring mal hier hin. Und dann laufe ich hier so runter. Und laufe dann mal hier so. Oh. Ja, wie fein. Ach, das ist ja lustig. Cool. Ja, guti. Dann springe ich hier hin und dann laufe ich hier mal runtergediegen. Und dann gucken wir da mal. So machen wir das. Das ist ein guter Plan. Genau. Supi. So. Wie kick ich denn? Ich kick nach da. Und dann muss ich. Dann muss ich da hin. Okay. Ich könnte den ganzen Weg hier lang laufen. Okay. Ja, komm. Wie lange das jetzt dauert, weiß ich nicht. Im Moment, was ist hier los? Oh, okay, da ist eine Bank im Weg. Oh, oh Gott, ist das sensibel. So, ja. Dann laufen wir hier mal. Wie viel Uhr ist es? Laufen wir hier um 6 Uhr morgens mal lang. Oh, da ist eine Zuchtlinie. Cool. Da ist eine Zuchtlinie. Okay. Ich muss aber hier zu diesem Hauptweg hin. Weil hier ist denn wohl doch Gebirge. Okay. Und dann laufe ich hier mal durch. Jo, so muck wieder. So. Ja, wie gesagt, lange nicht gespielt. Jetzt waren erstmal andere Spiele dran. Wie lange das Video jetzt hier wird, weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich dann mal gucken. Ich habe ja eh nur ein Stündchen Zeit für diese Videoaufnahme. Boah, gucken wir mal, ne? Mal sehen, wie weit ich hier komme, was mir hier so über den Weg läuft, wie das Wetter ist. Es wird ja schon ja so recht windig. Und ja, dann gucken wir noch mal. Vielleicht werde ich auch vom Bären angefallen. Dass die ganze Chose hier dann ganz schnell beendet ist. Oh. Oh. Ja, Entschuldigung, habe ich jetzt zu laut geredet oder was? Oh, ist auch wieder sensibel hier. Ja, so, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Ja, ich könnte noch ein bisschen weiter nach da. Wie läuft der? Läuft der denn schneller? So, ja. Gut. Gut, durch mein Gerände verscheuche ich natürlich die ganzen Tiere. Aber das ist ja denn auch egal. Wir wollen da ja mal eben zu der neuen Berghütte oder was es da auch immer sein soll, da wollen wir ja mal eben hin. Vielleicht decken wir da ja auch so ein paar Fragezeichen auf, die ich denn danach noch erkunden kann. Gucken wir mal. Ja, mit dem neuen Update sind denn ist auch wieder ein neues Terrain dazugekommen.
Natürlich nicht. Umsonst natürlich. Es wäre natürlich schön gewesen, dass, wenn die da mal ein neues Gebiet machen, dass dann mal eins von den Älteren freigeschaltet wird, sodass dann auch die Spieler, die sich das denn nicht kaufen wollen, dann mal in den Genuss kommen, mal die anderen Territorien zu spielen, aber so wie meine einer, aber tja, das war dann wohl nix. Wie gesagt, jedes Territorium, was man sich kaufen will, ich habe extra gerade noch mal geguckt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das neue heißt, kann ich ja gleich mal, wenn ich da zu dieser neuen, oder wo ist die denn? Ich glaube, die markiere ich mal. Kann ich das markieren? Erkundungsmarkierung. Ist das das? Nee, entfernen. Ja, egal. Machen wir es einfach mal dahin so. Dann weiß ich so ungefähr, wie ich denn laufen muss. Hier könnt ihr meine Duftspur sehen, wohin die geht. Also genau hier in den nach da. Also die Tierchen würden mich denn schnell riechen. Ja. Läuft. So, gehen wir mal weiter. 2,3 Kilometer noch. Ja. Gucken wir mal. Oha, hier haben wir eine Brücke. Super. Das ist ja Wahnsinn. Sehr schön. Und das ist jetzt nicht schön. Verdammt. Da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Da gehe ich über die Straße. Ach, weiter kann man gar nicht ran. Okay. Ja, komm, lass erstmal über die Brücke. Alles andere entscheidet sich denn. Aber hier nochmal ein bisschen Linsen. Irgendwie ist das so. Das kann man aber auch gut in den Wolken sehen. Müsst ihr mal drauf achten. Das ist denn so eine Kachelbildung mit einmal. Habt ihr gesehen? Alles so kleine Vierecke. Komisch. Jetzt haben sie da eine neue Map reingemacht. Jetzt ist alles wieder, gehen alle anderen Maps irgendwie so, irgendwie wieder kuddelmuddelig drauf und runter hier. So. Nix zu sehen. So, was ist denn hier oben los? Ist da ein Weg oder was ist da los? Ja, cool. Läuft, da muss ich ja lang. Muss ich hier wahrscheinlich einmal um den Berg rum. Ach, das ist der Weg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, das Ganze ginge natürlich schneller, wenn ich ein Auto hätte. Aber das wäre langweilig. Dann wäre ich ja zu schnell da. So, gucken wir mal. Und hier kann man schon sehen, hier kann man richtig schön durch das Tal laufen. Richtig nice. Hier ist extra so ein Weg, wo man durchstapfen kann. Gut, ich habe da oben jetzt in der Ecke zwar eine Aufgabe, aber nö, ich will die nicht machen. Ich will hier so ein bisschen für euch erkunden, gucken. Ich weiß, ich habe hier so einen aktiven Zuschauer, der jetzt richtig lange warten musste. Tut mir jetzt auch leid. Aber das ist ja nur, wenn man ein paar Spiele hat, ein paar mehr. Boah, Alter, was war das denn? Leute, Alter. Jetzt geht's aber ab, ey. Ja, wie gesagt, wenn man dann so ein paar mehr Spiele hat, bleiben so ein paar Spiele natürlich dann auf der Strecke. Ist denn leider so.
Aber was willst du machen, ne? Kannst ja nun nicht jedes Spiel hier abknuspern. Das ein oder andere muss denn leider liegen bleiben. Schauen wir da mal, was denn jetzt so die Tage passiert. Also ich werde jetzt erstmal noch kein neues Projekt anfangen. Ich werde jetzt erstmal die Games hier wieder ein bisschen spielen, damit ich hier dann mal so ein bisschen weiterkomme. Ich werde auch gar nicht so die Hauptmission spielen. Ich werde dann so, ja, so auf Erkundung gehen, ne? Also ja, werde euch dann auch dann zum Schluss, wenn ich das Haus dann erreicht habe, werde ich euch dann noch mal die neue Map zeigen. Gut, mit zeigen ist das so eine Sache. Euch die Map richtig zeigen kann ich nur, wenn ich 10 Euro investiere. Stimmt, das habe ich glaube ich auch gar nicht gesagt. Jede Map, die da jetzt drin ist, bis auf die ersten zwei, die man denn spielen kann. Die anderen Maps muss man dann alle für 10 Euro denn kaufen. Muss man dann für sich selbst entscheiden, ob man das machen möchte oder auch nicht. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich sehe das nicht ein. Nö. Das hätte man jetzt mal ein bisschen anders regeln können. Und ja, wie gesagt, wenn man da schon eine neue Map oder Territorium reinmacht, dann hätte man da mal eins von den alten, ja, freischalten können. Können ja nur nicht davon ausgehen, dass sich jeder Hans und Franz jetzt hier für 10 Euro da die Maps alle kauft. Außer natürlich, man geiert da so drauf ab, dass man das kaufen will. Klar, ne, bleibt ja jedem selbst überlassen, aber ich werde mir die nicht kaufen. Es war schade, es war ärgerlich für euch. Kann ich euch denn das Spiel nicht komplett präsentieren, aber ja, nehme ich das, was ich zur Verfügung habe und zeige euch das. Ja. So. Na, das bezieht sich hier so. Was ist hier los? Regen? Ja, komm, gib mal Gewitter, weil das knallt nämlich richtig, das Gewitter. Das wäre cool, wenn da mal was runterkommt. Ja, wie ihr seht, habe jetzt einen Kilometer abgeknuspert. Obwohl ich im Schnellmodus bin, also noch schneller geht nicht. Dauert das schon ziemlich lange. Und ich will jetzt auch nicht durchs Gehölz laufen. Ich laufe einfach jetzt mal hier so den Weg lang und dann gucken wir mal. Gut. So. Mal sehen, was ich hier alles Schönes finde.
Alter, das ist aber heftig, ey. Das ist alles so. Hier ploppt auch schon wieder so viel auf. Das ist richtig schlimm geworden wieder. Alter, was ist denn hier los? Boah, Macker, ey. Das ist aber heftig. Krass. So. Oh, schön, kann man mal hier schön in die Ferne gucken. Da ist direkt ein Tierchen. Und wie auch schon in den anderen Spielen, habe ich auch dieses Spiel auf Leistung stehen. Dass man hier die möglichste Power hat. Darum verstehe ich das Aufgeploppe hier auch nicht. Oder die Grafiknachladung komplett. Verstehe ich alles nicht. Also. Ja, siehst du, habe ich es ja fast geschafft. Okay. Sind auch keine großartigen Fragezeichen. Was mich wundert, ist, dass hier kein grünes Ding noch ist. Heftig. Ja gut, vielleicht kann man da ja auch noch so die ein oder anderen Sachen finden, wenn man denn so die Hauptaufgaben erfüllt, sag ich mal. Ach, das ist direkt da oben auf dem Berg, war. Egal, also kraxeln wir gleich hier noch auf dem Berg rauf. Okay, wir haben es jetzt 7 Uhr morgens. Und es ist immer noch bedeckt. Okay. Nach 6 Stunden ist immer noch bedeckt, also ist kein Regen oder irgendwie was angegeben. Okay. Boah, Alter, die Grafik, ach, wie das nachlädt, ey. Alter, heftig. Ist ja krass. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen, das Spiel macht Laune, ganz ehrlich. Und ich habe jetzt auch schon gesehen, das fällt mir jetzt auch gerade noch mal eben so ein, ich habe von dem Game so ein Erweiterungsgame gefunden, wo wohl irgendwie schon die weiteren Maps mit drauf sind. Also dann braucht man sich die nicht für 10 Euro kaufen, sondern die sind dann so schon auf der CD freigeschaltet. Aber in welchem kostenspieligen Raum wir da sind, weiß ich nicht. Ich denke, dass ich das irgendwas mit 30 Euro gesehen habe. Kann das sein? Könnt ihr mir ja nochmal in die Kommentare schreiben. Ich denke, dass ich da irgendwie was mit 30 Euro gesehen hätte. Von Way of the Hunter. Aber genau wissen tue ich es jetzt auch nicht mehr. Kann ja auch sein, dass es teurer geworden ist. Keine Ahnung. Wenn ich das richtig gesehen habe, dass die anderen Maps da freigeschaltet sind. Also, kann mich natürlich jetzt auch täuschen. Aber ich bin der Meinung, dass man sich das Game jetzt auch kaufen kann, wo die anderen Maps freigeschaltet sind. Außer natürlich jetzt das Neueste, was installiert wurde. Das neueste Update. Da wird jetzt wohl denn die neueste Map wohl nicht mehr drauf sein. Ja. Bin da so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir das nicht hole. Damit ich euch auch mal die anderen Maps zeigen kann. Aber ist auch ein bisschen blöd, mir das Spiel jetzt nochmal zu holen. Muss ich mir nochmal überlegen. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Obwohl für einen 30er Jagderlaubnis erforderlich. Das sagt er mir jetzt aber zum ersten Mal. Hallo? Das muss ich ja erstmal gucken. Herr Meister, das sagst du mir echt früh. Normalerweise. Hier ist diese unsichtbare oder durchsichtige Linie. Ab hier muss ich eigentlich eine Jagderlaubnis haben. Ja, aber na gut. Boah, wie das alles nachlädt. Alter, heftig. Boah, wie das alles nachploppt. Was ist da los?
Heftig. Mann. Geht denn ab, ey? Der pure Wahnsinn. Boah. Meine Berghütte. Meine Bude. So. Gucken wir mal, was hier denn so Schönes denn so ist. Sieht auf jeden Fall schön aus. Also eine richtig schöne kleine Berghütte. Da kommen wir rauf. Okay. So, dann gucken wir mal. Welcher ist das? Ist die Markierung aus? So, das entfernen wir mal. Ist auch so geil, das Türgeräusch finde ich cool. Oh. What the hell is this? Oha. Ja, gut. Ja, okay. Schlafen? Nee, schlafen will ich nicht. Aber hier gibt es kein Safe, wa? Okay. Also kann ich hier nichts so an Sachen tauschen oder sonst irgendwie was machen. Alles klar. Wahnsinn, ey, Alter. Boah. Aber wo kicken wir denn hin? Wir kicken da hin, okay. Wo ist denn die andere Lodge? Hier oben. Oh, da ist wieder irgendwas. Also ich denke mal, wenn man da oben jetzt wieder hinlaufen würde, also reines Laufen. Ist man denn wohl so bei einer halben Stunde, Stunde dabei? Hier ist ein Fragezeichen. Wieso ist hier jetzt ein Fragezeichen? Dumm. Das jetzt immer noch mit dem Buch zusammen. Ja, und? Ja, jetzt sind wir schon merkwürdig. Aber na gut. Alles ein bisschen merkwürdig hier.
Ja gut, das andere Haus hier oben. Ach, da ist es. Kann man jetzt gar nicht sehen. Außer man geht hier so ein bisschen runter. Kann man es da so sehen? Ja, ich glaube, das ist zu weit weg, oder? Ist auch ein bisschen zu dunstig, dass man hier was sehen kann. Da sind auf jeden Fall irgendwelche Straßen da hinten. Ah, ich denke mal, das ist dann wohl hier da hinter den Hügeln irgendwo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz schöne dunkle Wolken. Boah, cool. Ja, wie gesagt, die Jagderlaubnis, die kriegt man dann, wenn man die Mission erledigt, oder man kann sich die Jagderlaubnis auch kaufen. Ich habe jetzt zum Beispiel 4.189 ägyptische Slotties. Also ich könnte mir da schon was kaufen, aber ja, Gott. Das kann man sich auch alles mit den Missions freischalten. Von daher. Gucken wir mal. Na, da läuft. Ja. Gut. Da haben wir ein Fragezeichen. Ja, Meisterlampe. Das Buch kann ich nicht mitnehmen. Das habe ich mir schon angekickt. Dann würde ich sagen, haben wir das Haus hier erstmal erreicht. Das ist doch schon mal schön. Hier kann man jetzt noch weiter wandern. Wo hier jetzt die Fragezeichen sind, weiß ich nicht. Das ist dann auch noch so eine Sache. Ich bin jetzt einfach nur mal den Hauptweg gegangen, weil das ja hier auch hier umgeben ist von Bergen. Und nicht, dass ich denn hier irgendwie durch die Vegetation laufe und dann komme ich hier über den Berg nicht rüber, wo ich denn hin muss. Und dann gibt es wieder Problemas. Boah, von daher alles ganz entspannt. Da fliegt ein Vogel. Wird mir gar nicht angezeigt. Gut, alles klar, da läuft. Ja, Mensch. So, ja, würde ich sagen, das war einmal Häuschen Nummer 1. Würde ich sagen, im nächsten Video erkunde ich denn mal da auf der anderen Seite, weil auf dieser Seite, wo ich jetzt bin, hier ist ja nur noch ein Haus gewesen. Hier sind ja dann schon zwei Häuschen noch. Die kann ich ja dann auch noch mal erkunden. Ja, und wenn ich die erkundet habe, dann geht das eigentlich los, dass ich einfach mal die ganze Map erkunde. Dass ich mal die ganze Map offenlege. Und nicht nur so die Hauptwege, sondern ich versuche mal alles offen zu legen. Wird zwar eine schweinemäßige Arbeit, aber ja, na, nur so kriegst du ja noch was zu sehen. Gut, ja, würde ich sagen, so viel erstmal dazu. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt mal Gewitter kommt, damit ihr mal in den Genuss kommt, wie doll das scheppert, aber ja, will wohl nicht. Keine Ahnung. Ist schon doof. Gut. Ja, gucken wir mal. So, Ende und zum Menü. Ich will euch jetzt mal eben schnell die neue Map zeigen. Ja, das meine ich. Also die hier ist gesperrt. Awawa Shores. Dann Tikimon Plains. Und jetzt die Ma Matariki, der Matariki Park. Ja, ich drücke da mal drauf. Ich denke mal, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Soll ein Zehner kosten. Ja, alle sollen hier ein Zehner kosten. Das sind die Tierchen, die man denn da so jagen kann. Ja, jetzt haben sie hier was Neues reingemacht. Finde ich jetzt auch geil. Jetzt, wo sie das hier reingemacht haben, hätten sie das hier freischalten können. Hallo? Ja, das ist denn
wenn man Talos sehen will, haben will, wie auch immer, weil hier gibt es die schönen Bisons. Das wäre auch cool gewesen. Ja, somit habe ich denn hier nur den Ness Percy Rally Park oder Map habe ich denn hier nur. Hier haben wir den Transylvanian. Ja, denke im nächsten Video geht das denn da wieder weiter, dass ich denn da mal so wieder dass die anderen Häuser da erkunde und dann, dass ich da mal hinlaufe und dann passt das schon. Gut, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in einem neuen Video. Wenn du zur Familie gehören willst, ganz einfaches Ding, lass ein Abo da, dann bist du, wenn ich irgendwelche Videos hochlade, auf dem neuesten Stand und bist immer auf dem Laufenden und kannst dann da mal reingucken. Und dann passt das schon. Ja, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Und da würde ich sagen, hört und sieht man sich in einem neuen, nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.